ich freue mich auf jeden Fall erstmal, dass ihr da seid. Und ja, wir haben hier schon eine Besonderheit. Es ist nämlich so, dass Angela jetzt nicht hier ist, weil sie ein Webinar anbietet per se, sondern sehr viel Expertise mitbringt in einem besonderen Gebiet. Und ich will auch gleich mit diesem Thema einsteigen. Angela, wir haben ja das so eingeführt, Third Culture Kids. Kannst du uns ein ganz klein bisschen erzählen, was sich hinter diesem Begriff verbirgt? Ja, kann ich gerne machen. Also Third Culture Kids, das sind die Kinder, also Expat-Kinder, die sind, es gibt sogar eine Definition dafür. Das heißt, das sind Kinder, die einen, ja, einen bedeutenden Teil ihrer Entwicklungsjahre in einer anderen Kultur als der ihrer Eltern verbracht haben. Also sprich, das sind die Kinder, die einfach mit ihren Eltern ins Ausland entsendet werden. Und entweder das kann einmal ein einmaliger Auslandsaufenthalt sein, es können aber auch mehrmalige Auslandsaufenthalte sein. Und ja, diese Kinder nehmen natürlich Elemente aus jeder Kultur, in der sie leben, in ihre Lebenserfahrung mit auf. Aber das Besondere ist, dass diese Kinder sich nicht in einer Kultur wiederfinden, sondern dass die, wie gesagt, ihre Third Culture bilden. Also im Deutschen heißt das dann ihre Drittkultur bilden. Und das ist eben keine, die einem bestimmten Land oder einem bestimmten Kulturkreis zugeordnet ist, sondern das ist die Kultur des, ich würde sagen, mobilen Lebensstils. Also die fühlen sich verbunden oder zugehörig zu dem Personenkreis von anderen Third Culture Kids, also von den Kindern, die ebenfalls einen mobilen Lebensstil haben und eben viele Jahre im Ausland verbracht haben. Und das wird oft missverstanden. Also es wird oft gedacht, eine Drittkultur ist das, dass ein Kind sich seine als aus jeder Kultur die besten Dinge mitnimmt und sich dann so eine Art dritte Kultur bildet. Das ist es aber nicht, sondern es ist, wie gesagt, dieser mobile Lebensstil, der ja, Gemeinsamkeiten hat, eben ja, wo es darum geht, dass man eben das Umziehen chronisch wird, sage ich es immer gerne, dass man eben einfach viele Abschiede und Neuanfänge hat als Kind. Also Third Culture Kids haben deutlich mehr Abschiede als Erwachsene, die an einem Ort einfach leben. Ja, das dann eben. Die haben einen viel weiteren Blick, diese Third Culture Kids, als es jetzt Gleichaltrige haben, die an einem Ort aufwachsen. Ja, sie haben eben Freunde weltweit. Oft ist Mehrsprachigkeit auch vorhanden natürlich. Und ja, all diese Punkte bilden eben diese sogenannte Drittkultur oder Third Culture, in der sich die Kinder dann, ja, zu der sich die Kinder zugehörig fühlen. Gleichzeitig ist das aber halt auch die Besonderheit, die auch besondere Herausforderungen bildet, ne? Also, oder ja, besondere Herausforderungen stellt. Das sieht man dann an den Fragen, die auftauchen einfach. Für diese Third Culture Kids ist halt das Thema Heimat. Was ist meine Heimat? Eine große Frage, die sich jetzt ein Kind, was einfach an einem Ort aufwächst, nicht unbedingt stellt. Dann gibt es natürlich auch die Frage, was ist meine Herzenssprache? Weil dadurch, dass man einfach mehrere Sprachen spricht, ist immer die Frage, in welcher Sprache fühle ich mich am wohlsten, in welcher Sprache kann ich meine Emotionen am besten ausdrücken. Das ist nicht zwingendermaßen die Familiensprache, die zu Hause gesprochen wird. Es sind andere Fragen noch, die sich dann natürlich durch die Ortswechsel, durch die häufigen auftun. Ja, wie hält man Beziehungen und also wirklich auch tiefe Beziehungen zu Freunden, die dann Tausende von Kilometern weit weg sind einfach. Und auch die Frage, wie integriere ich mich in eine eben nicht mobile Gemeinschaft, weil man ja auch vor Ort auf einfach lokal Menschen trifft, die noch nie umgezogen sind und man auch mit denen zusammenlebt. Das sind Besonderheiten, die sich eben, besondere Fragen, die sich ergeben und die man als Eltern von Third Culture Kids auch durchaus auf dem Schirm haben sollte. Wir haben ja im Vorfeld schon viel auch miteinander telefoniert und ich bin dadurch, dass ich auch Kinder habe, natürlich absolut betroffen von dem Thema. Ich wusste sozusagen bis zu unserem Telefonat auch nicht, dass ich Third Culture Kids hier großziehe. Und insofern, ich finde ganz toll, diese Sensibilität mal hervorzubringen. Übrigens auch etwas, das
ein Stück weit das Ziel ist der Cultures Academy, nämlich für Themen zu sensibilisieren, die vielleicht sonst jetzt nicht ja, vordergründig irgendwie auftreten. Und dass man einfach sagt, okay, wir gehen jetzt hier nicht nur die Probleme an, sondern wir besprechen vielleicht sogar im Vorfeld, was man vielleicht tun kann, wie kann man auch aktiv werden im Familienkontext oder auch im Partnerkontext, um am Ende vielleicht die Vorteile zu nutzen, Nachteile auch ein bisschen identifizieren zu können, also die Herausforderungen, die sich durch diese Kriterien ergeben, Third Culture Kids. Genau, und insofern sehr, sehr spannendes Thema. Ich würde gern versuchen, ein bisschen die Überleitung zu bringen zu Helenes Thema. Es geht ja im Familienkontext um auch sehr viel Beziehungsfragen, nicht nur gegenüber der Kinder, sondern eben auch gegenüber des Partners, des Ehepartners. Und ja, Helene, möchtest du vielleicht kurz erzählen, warum sollte ich mich jetzt, wenn ich jetzt in einer glücklichen Beziehung lebe, hier im Ausland, zumindest gehe ich aktuell davon aus, das ist meine Wahrnehmung, aber warum sollte ich jetzt vielleicht trotzdem ja, mich dem Thema etwas mehr widmen? Ja, vielen Dank, Ben. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Hallo an alle. Ups, Lavinia, I'm sorry, my lighting just gave up on me. Ich habe eigentlich das Licht auf dem Schirm. Jetzt bin ich gerade zu dunkel. Naja. Ja, Ben, mir hat es super gut gefallen, was du am Anfang gesagt hast. Das fasst eigentlich auch schon alles zusammen und beantwortet auch deine eigene Frage. Also nicht, du hast gesagt, nothing keeps us more in balance, ja, wie unsere Beziehung, die uns stärkt, kräftigt, Vertrauen gibt, in der wir uns wertvoll fühlen, inspiriert fühlen. Also nichts tut mehr für unser seelisches Gleichgewicht, ja, als dass wir Vertrauen haben in unsere Paarbeziehung. Und ich liebe Expertpaare. Ich finde Expertpaare wunderbar, weil sie etwas machen, was ein bisschen außer Mode gekommen ist, nämlich sich in Abhängigkeit begeben und gemeinsam große Projekte angehen. Ja, sich das zu trauen, sich das zuzutrauen, sich so gut kennenzulernen, sich auseinanderzusetzen miteinander. Ja, kannst du dir das vorstellen? Das finde ich was ganz Großartiges. Es ist aber schon so, dass, ja, dass so wie vieles andere Beziehungen auch gepflegt werden wollen. Also wenn man Paare anschaut, die wirklich ein Leben lang glücklich miteinander sind, dann war das kein Zufall, ja, das ist absichtlich zustande gekommen. Das heißt, wir müssen rangehen mit unserer, ja, mit unserer Kreativität, mit unserer Neugier. Und es gibt eben Wissen was, und Erfahrung, was ich habe und unbedingt, also Experts wirklich gönne, ja, Expertpaaren wirklich gönne. Da muss niemand das Rad neu erfinden, sondern es gibt Forschung und Erfahrungen, was Expertbeziehungen stark macht. Ja, genauso wie eben zu wissen, was sind Third Culture Kids. Finde ich wirklich, sollte jeder, der eine langfristige, liebevolle, lebendige Expertbeziehung anstrebt, dieses Wissen haben, was es gibt und was auch belegt ist von der Forschung. Ja? Und ich werde in meinem Webinar eben einen Fokus legen auf Bindungstypen. Was ich ja wirklich auch als Takeaway, so wie Lavinia, fand ich wunderbar, ja, für alle Zuhörer gleich war es, egal ob ihr das Webinar bucht oder nicht, etwas mitnehmen. Und zwar mein Tipp Nummer 1, neugierig bleiben. Ja, auch wenn man sich schon kennengelernt hat, auch wenn man denkt, kenne ich jetzt schon in- und auswendig, es wird gemütlich. Immer wieder neugierig sein, versuchen, den Partner, die Partnerin mit neuen Augen zu sehen. Ja, wenn man mal genervt ist, statt genervt zu sein, einfach mal neugierig sein. Ah, wie siehst du das denn? Wie kommst du denn dazu? Und in meinem Webinar lernst du dich auch nochmal anders kennen und bist dann auch hoffentlich neugierig, was dein Partner denn für ein Bindungstyp ist. Der Bindungstyp ist tatsächlich das, was uns am meisten in Beziehungen beeinflusst. Und es gibt 3 Haupttypen, wo sich jeder von uns zuordnen kann, wahrscheinlich, ja. Und ja, dem werden wir in dem Webinar nachgehen. Auf jeden Fall. Ich habe ja sehr intensiv mit dir zusammengearbeitet, Helene, weil wir auch schon ein erstes Online-Webinar produziert haben. Das heißt, man kann auf unserer Seite ein Modul, das erste Modul, kann man im Prinzip ja, jederzeit on demand abrufen. Das bedeutet, ihr könnt sagen, ihr habt Interesse, euch mit dem Thema zu beschäftigen und könnt dann halt sozusagen ganz bequem, wie man immer so schön sagt, von der Couch aus euch eurer Beziehung widmen und euren Beziehungsthemen. Insofern
habe ich schon ein paar Eindrücke auch bekommen, wie sozusagen das, der Aufbau ist. Und insofern auch sehr, sehr spannend und auch nochmal mit diesem Hinweis, dass wir jetzt ein, dass Helena ein zweites Modul anbieten wird. Es geht um Bindungsstile. Kannst du vielleicht nochmal ganz kurz in 2, 3 Sätzen erklären, was Bindungsstile sind, was hat das mit Liebe zu tun? Absolut. Ein Bindungsstil ist die Art und Weise, wie wir mit unserer Hauptbezugsperson in Verbindung gehen. Das ist wirklich wunderbar erforscht. Es fing schon in den 50er Jahren an mit John Bowlby und da wurden Babys wirklich unter eins, also faszinierend finde ich, beobachtet, wie die auf Trennung von der Mutter reagieren. Und man hat 3 Hauptstile herausgefunden. Ja? Die Hälfte von uns sind sicher gebunden, also sichere Bindung führt zu einer führenden Beziehung, ja, in denen beide eng verbunden sind und Konflikte einigermaßen leicht gelöst werden können. Das haben 50% von uns sozusagen natürlicherweise mitbekommen. Die anderen beiden Typen sind unsichere Bindungstypen. Einmal ängstlich, einmal vermeidend, macht ungefähr 1/4 der Bevölkerung aus, macht aber alles nichts. Sichere Bindung kann man trainieren und ich finde es halt richtig wertvoll, wenn man darüber Bescheid weiß. Ja? Also ich zum Beispiel habe einen Anteil ängstlicher Bindung und allein das zu wissen ist Gold wert, weil man, man besitzt Wissen über sich, ich weiß das über mich und muss mich nicht mehr so viel über meinen Mann beschweren, ja, weil es hat ganz viel mit mir selbst zu tun. Und wenn beide über sich dieses Wissen haben, ja, wenn ich unter Stress komme, wenn ich unsicher bin, kurz nach so einer Umzugsphase, wenn ich nicht immer Zugriff habe auf meinen Partner, ja, wie reagiere ich dann? Und wenn ich meinen eigenen Anteil sehe, ne, über den Partner, die Partnerin können wir ja leider uns immer nur beschweren und es führt ja leider zu nichts. Ja, wenn ich mich beschwere, führt es ja leider zu nichts. Aber wenn ich was über mich weiß, dann führt es dazu, dass ich was ändern kann. Okay, vielen Dank. Ja, ich glaube, Bindungsstile, das sind auch Kategorien, die man jetzt vielleicht als Laie gar nicht so kennt. Insofern ist auch hier wieder das Thema, man sensibilisiert sich ein bisschen für die Herausforderung und kann anhand dieser lernen. Ich gucke gerade schon auf die Uhr und sage, okay, wir haben noch 4 Minuten. Wie können wir die jetzt noch ein bisschen nutzen? Ich würde gerne nochmal Angela ansprechen und sagen, okay, du bietest kein Webinar an, aber du hast auf jeden Fall auch, bist sehr aktiv. Und insofern, vielleicht magst du da mal 2, 3 Worte, Sätze verlieren, wie man eigentlich mit dir in Kontakt treten kann. Ja, also man kann mit mir natürlich über meine Webseite in Kontakt treten. Das ist www.ikperspektivwechsel.de. Ich biete also von so ziemlich die ganze Palette an von einzelnen Beratungen über Coaching-Sessions für Eltern und auch für ältere Third Culture Kids biete ich eben Beratung an. Ich mache mich auch für die kleinen Kinder schon stark, also für die Kindergartenkinder. Da habe ich auch ein Programm entwickelt zur Umzugsvorbereitung, weil für Third Culture Kids, auch wenn die schon häufiger umgezogen sind, aber ist der Umzug eine sensible Phase. Und bei kleinen Kindern ist es ja oft noch so, dass sie noch gar nicht umgezogen sind. Oder sich an ihren ersten Umzug mit 2 Jahren oder 3 Jahren nicht mehr erinnern können. Das heißt, gerade für Kindergartenkinder ist auch das, der Umzug so eine, der erste Umzug dann auch tatsächlich ein sehr einschneidendes Erlebnis. Und ich habe als Diplom-Sozialpädagogin natürlich da meine Expertise genutzt und ein Programm entwickelt, wie Kinder in dem Alter kindgerecht auf ihren meistens ersten Umzug vorbereitet werden können, auch schon mit dem Blick darauf, dass sie angehende Third Culture Kids sind in den meisten Fällen und entweder mit einem Rückumzug nach Deutschland dann wieder noch ein zweiter Umzug folgt oder halt weitere Umzüge auf der Welt dann folgen. Und dieses Programm kann man auch bei mir buchen. Das ist ein 10-wöchiges Blended Learning Programm, in dem Eltern Hintergrundinformationen, pädagogische Hintergrundinformationen bekommen und die Kinder Wochenaufgaben mit den Eltern gemeinsam machen, um sich auf den Umzug und das Leben im Ausland vorzubereiten.
Ja, ich fand das sehr, sehr spannend, weil es ja doch auch darum geht, dass man sozusagen diese im wissenschaftlichen Diskurs auch so ein bisschen sagt, okay, es gibt Empfehlungen, wann, ab wann man vielleicht sich mit den Kindern auch aktiv auseinandersetzen kann oder aktiv mit denen arbeiten, um auch diese Themen dann so ein Stück berücksichtigt zu sehen. Und du hast sozusagen den Altersschnitt ein bisschen nach unten gesetzt und arbeitest eben auch gerne und vorzugsweise auch dann mit noch jüngeren Kindern. Ja. Weil man sagt, je früher man anfängt, auch solche Themen oder beziehungsweise diese Komplex Third Culture Kids anzugehen, umso besser. Ja, und ich denke, die Herausforderung bei jungen Kindern ist natürlich auch, dass die sich noch nicht so gut ausdrücken können. Das heißt, vieles zeigt sich einfach in körperlichen oder anderem Verhalten. Und das zu entschlüsseln, ist oft nochmal die große Herausforderung dann auch für Eltern. Und deswegen finde ich es in der Altersgruppe auch nochmal besonders wichtig, auf die Kinder einzugehen. Vielen Dank. Genau. Vielen Dank für die Eindrücke. Vielleicht noch kurz zu dem Thema Third Culture Kids. Also wer da sich eine erste Grundlage schaffen möchte und weiter informieren möchte, weil ich denke, es ist wichtig, sich zu dem Thema als Eltern zu informieren. Es gibt diesen sogenannten Buchklassiker hier. Das ist Third Culture Kids aufwachsen in verschiedenen und mehreren Kulturen. Gibt es auch auf Englisch. Das ist so, Ruth van Reken und David Pollock sind so die, wenn man will, so die Begründer dieses Begriffes mit, den auch weiter ausgeführt haben. Und dieses Buch bietet so einen ersten Einblick in die Lebenswelt von Third Culture Kids. Und ich finde, als Eltern ist das ein sehr hilfreicher Einblick. Und auch, was sehr wichtig ist, ist, dass die Kinder selbst ab einem bestimmten Zeitpunkt, ich sage meistens so ab Grundschulalter, spätestens ab Teenageralter wissen, dass sie Third Culture Kids sind. Also, dass sie diesen Begriff, den Suchbegriff an die Hand bekommen, wo sie wissen, ich kann mich im Internet googeln, Informationen suchen. Es gibt inzwischen wirklich viele Materialien, Ressourcen und auch professionelle Hilfe für Third Culture Kids. Man muss halt nur wissen, wie man sich selbst benennt. Wenn man das nicht weiß, dann kann man sich kaum Hilfe holen. Was ich mir da sehr gut vorstellen kann, dass wir vielleicht ein paar Informationen zusammenfassen und gerne auch allen, die Interesse haben, zur Verfügung stellen. Ja. Natürlich auch inklusive der Kontaktdaten von Angela. Ja, ich hoffe, dass wir noch sehr, sehr viel mehr über diese Themen sprechen können, Helene und Angela, in Zukunft. Wir werden bestimmt auch noch Formate finden. Wir denken darüber nach, Twitter Spaces einzurichten. Vielleicht können wir tatsächlich auch noch mal uns verabreden und ein bisschen mehr ins Inhaltliche gehen. Aber der Blick auf die Uhr sagt mir, ich ziehe weiter und übergebe sozusagen Natalia die Moderation ins nächste Panel. Ich bedanke mich ganz recht herzlich, dass ihr dabei seid und dabei wart heute. Und ja, wünsche euch erstmal alles Gute und übergebe an Natalia.